Gibt es Meldungen? Vielleicht gab es jemanden, der vorher nicht dran kam, den ich jetzt dran nehmen konnte? Möchten Sie? Ja. Ja, guten Tag. Mein Name ist Gerd Schont. Ich bin von der AfD Saarland und möchte diesen Augenblick nutzen, um Ihnen liebe Grüße von unserem Landesvorsitzenden zu überbringen. Eine Frage habe ich trotzdem, und zwar an den Herrn Birske. Wie schafft man es, als immer noch Russlanddeutscher zu sagen, ich wäre stolz darauf, Deutscher zu sein? Denn in unserem Land ist es heute so, dass die meisten lieber sagen, ich will mit denen nichts zu tun haben, das sind Nazis und so, als zu sagen, jawohl, wir sind Deutsche, genau wie die, und wir wollen alle Deutsche sein. Ja, danke für die Frage, und ich wäre nicht stolz darauf, Deutsch zu sein, ich bin stolz darauf, Deutsch zu sein. Das hat was mit unserer Geschichte zu tun. Ich habe kurz angeschnitten, den Deutschen in Russland ging es ja auch relativ besser bis zu einem gewissen Zeitpunkt, an dem die Oktoberrevolution 1917 stattgefunden hat. Von meinen Großeltern weiß ich, die waren damals jeweils 5 und 15 Jahre alt. Die wissen noch, wie ihre Eltern durch die Kommunisten enteignet worden sind. Und ab damals begannen eigentlich die Leiden der deutschen Bevölkerung dort. Mehrere Zehntausende Menschen sind verhungert worden. Darüber hat eigentlich bis heute keiner großartig irgendwie gesprochen. Danach ging es weiter. In der Volga-Republik hat man uns dann zwar die Möglichkeit gegeben, deutsche Schulen, deutsche Zeitungen zu haben, aber dann gab die nächste Repressionswelle durch Josef Stalin, wo etwa 90.000 Deutschen verhaftet worden sind. Kaum war die Repressionswelle vorbei, kam der Zweite Weltkrieg. Man hat alle Deutschen sofort unter den Generalverdacht gestellt. Das, was man jetzt hier eigentlich von den Neueinwanderern erwartet, man soll sie nicht unter Generalverdacht stellen, man hat uns alle unter Generalverdacht gestellt. Und die Deutschen wurden nicht nur deportiert, nicht nur die männliche Bevölkerung, auch die weibliche und Erwachsene, alle, die irgendwie arbeiten konnten, wurden einberufen in eine Trutarmee, was eigentlich nichts anderes war wie ein Konzentrationslager. Mein Großvater selber war 6 Jahre lang in diesem Konzentrationslager von 1942 bis 1948, als der Krieg sogar schon 3 Jahre vorbei war. Die Folgen dessen, was er sich dort bekommen hat, hat er danach seine beiden Beine verloren und wurde verkrüppelt. Keiner hat diese Leute irgendwann dort in der Sowjetunion entschädigt. Man hat uns verboten, gerade nach der Kriegszeit, hat uns verboten, Deutsch zu reden, deutsche Tugenden zu haben, deutsche Kultur auszuleben. Wir haben das trotzdem heimlich getan. Wir haben uns zu Hause getroffen, wir haben Weihnachten gefeiert, wir haben Ostern gefeiert. Die älteren Menschen haben dann auch ihre Gottesdienste irgendwo heimlich privat abgehalten. Und somit haben wir gelernt, wir wollten das haben, was uns nicht dort gegönnt war und nicht gegeben worden war. Und so haben wir gelernt, stolz darauf zu sein, was wir eigentlich sind. Wenn man einem Volk das nehmen will, was es eigentlich ist, dann möchte das mit aller, normalerweise, mit allen Mitteln erhalten. Und das haben wir dort auch getan. Und wir waren froh, dass es irgendwann mal dann die Möglichkeit gegeben hat. Es gab ja schon Bewegung in Russland, die haben versucht, in der Volga-Republik die deutsche Autonomie wieder erleben zu lassen. Folge war dessen, dass ein späterer Präsident Russlands, der eigentlich mehr bekannt ist als ein besoffener Dirigeur, in diese Städte gefahren ist und hat dort die Leute auf die Straße getrieben mit den Slogans, kein Platz hier für Faschisten. Somit war Volga-Republik wieder
aus der Geschichte, da haben sie versucht mit Kaliningrad, das war zu heikel und dann haben wir gesagt, wir sind auch bereit, in ein ganz anderes Land zu reisen, nur um deutsch zu bleiben. Deswegen sind wir heute hier. Und jetzt stellen wir fest, dass es hier uns wieder genommen wird. Und dagegen wehren wir uns. Wir kommen gleich zur nächsten Frage. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Dejan Senic aus Berlin. Ich bin AfD-Sympathisant und auch langjähriger Leser und Abonnent des Magazins Kompakt. Ja, danke. Zu Sie, Herr Klimaitis. Also erstmal sowieso an alle Redner, an alle Referenten erstmal ein großes Lob, wirklich für diese fundierten und argumentativ reichen Beiträge. Das erlebt man, ist leider keine Selbstverständlichkeit mehr. Genau. Und wir kennen ja, Sie haben ja es treffend dargelegt, aufgrund